Hallo meine Lieben, toll, dass ihr wieder da seid, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge von meinem Advents-Special. Diesmal ist es auch wieder eine ganz tolle Kooperation und zwar mit dem Refugium-Podcast und mit dem Hörtalk-Forum. Beide habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Beide zusammen haben einen Hör-Adventskalender auf die Beine gestellt, auch den habe ich euch unten verlinkt und da durfte ich 2 Folgen von sprechen. Eine davon hört ihr heute und zwar geht es dabei, ja, um diebische Weihnacht. Und geschrieben hat das Ganze Iluin. Und da das Ganze ein ehrenamtliches Projekt ist, ist diese Folge natürlich auch nicht monetarisiert. Und jetzt wünsche ich euch riesig viel Spaß. Es war dunkel in den Gassen. 2 Schatten huschten durch die Dunkelheit. Die flackernden Kreise entzündeter Straßenlaternen mieden die Gestalten. Ungesehen bewegten sie sich auf eines der größeren Hafengebäude zu. Vor den verschlossenen Pforten saß ein Wächter auf einem Schemel. Sein Kinn war ihm auf die Brust gesunken und die leere Teetasse hing noch schräg an seinen Fingern. Ein leises, regelmäßiges Grunzen ging von dem Mann aus. Martha blickte zu ihrem Bruder hinüber. In der schwarzen Kleidung war er im Dunkeln tatsächlich kaum zu erkennen. Lediglich seine giftgrünen Augen, die ihr entgegenleuchteten wie die einer Katze, verrieten ihr seine Position sicher. Sie legte einen Finger auf die Lippen und deutete auf ein Fenster. Es lag seitlich der Pforte und war das einzige. Wenn sie nicht direkt an der Wache vorbei wollten, mussten sie dort hinein. Das Fenster lag hoch oben und war recht schmal. Doch die Geschwister waren schließlich keine Anfänger. Mit einem stummen Nicken brachte sich Marek unter dem Fenster in Position. Seine Schwester klemmte den Dietrich zwischen die Zähne, nahm Anlauf und ließ sich von ihm schwungvoll nach oben schieben. Knapp, aber doch mit viel geübter Präzision erfassten ihre Finger den schmalen Fenstersims. Für einen Moment lang hing Martha einfach da. Bevor ihr Bruder umgriff, und ihre Füße von unten hochstützte. Vorsichtig ließ sie eine Hand los und nahm ihr Diebeswerkzeug aus dem Mund. Das Schloss an dem Fenster war kein besonders gutes. Dennoch fiel es ihr in der Finsternis schwer, den richtigen Punkt zu finden. Ihre Finger begannen zu zittern und sie spürte, wie auch Mareks Kraft nachließ. Dennoch krallte sie sich stur an den Sims und versuchte es weiter. Ein leises Klicken ließ sie aufatmen. Das Schloss war offen. Sie biss wieder auf den Dietrich, hob die Luke hoch und schlang einen Arm über die Kante. Marek hatte das Vorgehen beobachtet und gab ihr noch einen letzten Schub. Geschickt schwang das gelenkige Mädchen ein Bein durch das Fenster und ließ sich dann nahezu lautlos im Inneren an der Wand hinabgleiten. Hastig blickte sie sich um. Kein Lichtschein war zu sehen. Es gab also keine zweite Wache. Gut. Martha knotete das Seil von ihrer Hüfte ab und befestigte es an einer sehr schwer wirkenden Truhe. Dann zupfte sie in einem gewissen Rhythmus daran. Zweimal kurz, einmal lang, einmal kurz. Augenblicklich setzte sich das Seil unter Spannung. Nur ein paar Sekunden später erschien ihr älterer Bruder in dem Fenster und ließ sich, ebenso leise wie sie, hinabfallen. Die beiden nickten sich zufrieden zu. Doch sie hatten nicht viel Zeit. Dieser war kein Auftragseinbruch gewesen. Sie hatten ein eigenes, ein wichtigeres Ziel. Sobald sich Marthas Augen an die tiefe Schwärze gewöhnt hatten, schlich sie eilig durch das Lager. Regale und Kisten stapelten sich reihenweise. Es waren viele Schiffe noch gekommen, bevor die Winterstürme das Fahren zu gefährlich gemacht hatten. Einige trugen sehr wertvolle Ware, Stoffe, Geschmeide, Gewürze. Doch das alles interessierte die Geschwister heute nicht. Ein leiser Pfiff alarmierte das Mädchen. Ihr Bruder hatte scheinbar gefunden, wonach sie suchten. Eilig huschte sie zu ihm. Marek hatte eine Kiste aufgehebelt.
Darin lagen wohlig duftend getrocknete Blätter. Der Duft kam Martha nur allzu vertraut vor. Sie nickte und holte einen dunkelgrauen Leinenbeutel heraus. Eilig füllten die Geschwister so viel wie möglich hinein. Dann knotete Martha den Beutel wieder zu und Marek verschloss die Kiste. Auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren, verschwanden die beiden wieder. Vorsichtig horchten sie auf Geräusche von draußen. Doch außer dem leisen Schnarchen des Wächters war es still. Also verschwanden die Geschwister wieder, als wären sie nichts weiter als Phantome der Dunkelheit gewesen. An ihrem Ziel angekommen, klopften sie verstohlen an die Tür. Es dauerte eine Weile, bis diese sich knarzend öffnete. Das blasse Gesicht des alten Baders blickte ihnen entgegen. Als er sie erkannte, ließ er sie wortlos ein und schloss die Tür hinter den beiden. »Habt ihr es?«, fragte er leise. Martha zog ihre Maske ab und die darunter verborgenen roten Locken fielen ihr über die Schultern. Sie nickte und hielt ihm den Beutel hin. Der alte Heiler öffnete ihn und sein Blick hellte sich auf. »Ja, das sind die Kräuter«, stellte er erleichtert fest. »Ich danke euch so sehr. Euer Bruder liegt hinten bei den anderen beiden. Ihr könnt zu ihnen gehen und ihnen sagen, dass sie vor Weihnachten wieder zu Hause sein können. Und das nur dank euch.« Das war die Geschichte »Diebische Weihnacht«. Geschrieben hat das Ganze Iluin und es ist Teil des Hör-Adventskalenders vom Refugium-Podcast und dem Hörtalk-Forum. Wenn ihr da noch mehr Geschichten hören möchtet von noch ganz vielen anderen Sprechern, dann klickt mal auf den Link, den habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Und auch ich werde dann noch in einer weiteren Folge zu hören sein. So viel darf ich euch schon mal verraten. Ansonsten freue ich mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vergesst Abo, Like und Glöckchen nicht, das hilft mir und dem Kanal sehr. Tja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!